Das DFKI ist eines der KI-Kompetenzzentren, die schon seit längerer Zeit existieren und Strukturen aufgebaut haben, die sich insbesondere um den Transfer exzellenter Forschung in die Gesellschaft kümmern. Heute ging es vor allem darum zu zeigen, wie der Transfer im DFKI funktioniert, wie die Kooperation mit Industriepartnern funktioniert, wie wir Netzwerke, Ökosysteme aufbauen, die verschiedene Player zusammenbringen, zum Beispiel in der Smart Factory ganz unterschiedliche Firmen, große Industrieunternehmen, Mittelständler, die eben das gemeinsame Interesse haben, ihre Produkte der nächsten Generation mit KI zukunftsfähig zu machen. Es ging um Ausbildung, selbstverständlich, und es ging auch darum zu zeigen, dass eben exzellente Forschung und Anwendung sehr nah eng aneinander liegen und dass das DFKI eben die entsprechenden Instrumentarien, Methoden und Ökosysteme mit aufgebaut hat. Das DFKI als Kompetenzzentrum hat natürlich einen enormen Transferfokus und durch seine Verwurzelung zum einen in den Mittelstand, in die Firmen hinein, aber eben auch durch seine Verbreitung über Deutschland hinaus eine Sonderrolle und ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Transferinstrument. Für uns war heute eine schöne Gelegenheit, Herrn Brandenburg zu zeigen, wie KI wirkt in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen und wie das DFKI in der Lage ist, Lösungen zu generieren, die in manchen Fällen eben auch Multiplikationsoptionen haben, aus denen heraus dann Startups in die Welt hinaus gesandt werden können. Bei meiner Tour durch die Kompetenzzentren geht es mir vor allem darum, an den Hotspots der künstlichen Intelligenz zu erkennen, wie sich die Standorte zwar natürlich gegenseitig beflügeln, aber auch in ihrer Spezialisierung unterscheiden, um wirklich für jeden, der in Deutschland KI machen möchte, den oder die Expertin einen Platz zu bieten, um dies umzusetzen. Im Verbund mit den anderen Kompetenzzentren kann das DFKI seine Erfahrung und das Know-how im Transfer einsetzen, um für den Mittelstand, für die Großindustrie in Deutschland, in Europa Mehrwerte für die Gesellschaft zu generieren und auch die Kopplung vorzunehmen zwischen generativen Technologien, die heute ja eine gewisse Popularität erzielt haben, aber auch innovativen anderen Technologien, um damit Wertschöpfung zu betreiben.